Um in Observer die seltene Trophäe Drogenbahn zu erhalten, musst du im Prinzip nur die Sidequest Amirs Kunden befragen einmal ausführen. Und dafür musst du hier jetzt nach dem Hack von Amir einmal unten an der Badewanne schauen. Da siehst du hier neben dem Synchrosin, da ist noch ein kleines Döschen und da befinden sich Drogen drin und da stehen Apartment-Nummern drauf. Du musst im Prinzip jetzt hier nur zu diesen einzelnen Apartments einmal gehen und dort dann die Kunden befragen. Hier im Sidequest, hier drin steht jetzt zum Beispiel, dass du in die Wohnung rein musst. Also du sollst die quasi durchsuchen. Das stimmt an der Stelle allerdings nicht ganz, weil du kommst in die Wohnung oder in die Apartments nicht rein. Du kannst halt nur an der Tür über das Intercom die Bewohner einmal befragen und die quasi zur Rede stellen, was da passiert ist, warum da deren Nummern auf den auf dem Drogendöschen steht. Wenn du das im Prinzip gemacht hast, kriegst du dann auch schon die Trophäe. Du musst daran denken, das ist eine verpassbare Trophäe. Also das heißt, wenn du jetzt hier unten diese Dose nicht findest und auch nicht dahin gehst, ja, dann kriegst du im Prinzip den Erfolg an der Stelle auch nicht. Und der fehlt dir dann wiederum zur Platin. Für den Platin-Guide habe ich dir hier oben einmal in der Infobox das Ganze verlinkt. Da kannst du sehen, wie ich die Platin beim ersten Durchgang erreicht habe. Wenn dir das Video jetzt hier an der Stelle gefallen hat, würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere das Glöckchen, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn hier irgendwas Neues passiert. Also an der Stelle, mach's gut und hau rein.